Liebe Schüler, ihr wisst, was heute los ist. Yeah, heute geht's ins Museum. Museum, wie langweilig. Echt mal, Museum ist das Hässlichste, was es gibt. Obwohl, nee, es gibt noch eine hässlichere. Keine Ahnung, was die meinen, aber ich freue mich, dass wir ins Museum fahren. Ja, Museum ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Naja, gut, das Schönste vielleicht nicht, aber ich glaube, wir sind angekommen. Alle Kinder aussteigen. Yeah, wir dürfen damit raus und wow, das ist also hier das Museum. Naja, Museum und gleichzeitig sogar unser neues Rathaus. Unser neues Rathaus? Oh, cool. Stimmt, das ist das neue Rathaus von Brookhaven. Sag mal, du Loser, hast du noch niemals ein Rathaus gesehen? Oh Gott, du wirst schon sehen, wie langweilig Kunst ist. Oh ja, er ist halt nicht einer der coolen Jungs. Hey, ich bin einer mit der coolen Jungs. Coole Jungs machen Sport. Coole Jungs spielen Basketball und Fußball. Und gehen nicht langweilig ins Museum. Hey, nur weil ich mich auch ein bisschen interessiere dafür, ist es doch nicht schlimm. Stopp, Kinder, jetzt nicht alle streiten hier. Stellt euch jetzt alle in eine Reihe und dann können wir ins Museum gehen. Juhu! Ich möchte da gar nicht mit hin. Die ärgern mich immer alle. Na gut, dann renne ich eben als erstes rein. Let's go! Oh Mann, was ein Versager. Und nun alle, gehen wir ins Rathaus. Ein Rathaus anschauen? Oh Mann, wie langweilig. Ja, Rathäuser, wow, nichts Besonderes. Hey, Rathäuser sind doch ganz cool. Los Kinder, kommt mal alle hier rein und dann könnt ihr euch mal ein bisschen umschauen. Okay, okay, okay. Und übrigens ist das auch meine Klasse, mit der ich hier einfach unterwegs bin. Jo, was ist denn das hier? Ein Boxautomat oder was? Erstmal ein bisschen gegenhauen. Boom, boom. Immer schön gegenhauen. Hey, 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 Jeffrey, nicht dagegen boxen. Du machst doch die Dinge kaputt hier. Gegenhauen, gegenhauen, gegenhauen. Hau, ruck, hau, ruck. Oh Mann, du machst hier noch alles kaputt im Rathaus. Der Bürgermeister wird doch mega sauer werden. Willkommen auf der Anklagebank. Auf der Anklagebank haben wir rechts neben mir unsere Staatsanwältin, Josie mit vollem Namen. Schönen guten Tag, dass ich Sie heute vertreten darf. Und ich bin die Zuschauerin. Heute werden wir in ganz Brookhaven verkünden, wer das hässlichste Mädchen im Land ist. Da gibt es nur eins. Ja, ja, ganz genau. Da hat sie recht. Ganz genau. Ja. Ich rufe in den Zeugenstand. Mara! Haben mich meine Mitschüler gerufen? Hallo? Ich komme ja schon. Hallo, liebe Mara. Schön, dass Sie endlich gekommen sind. Wir haben heute einige Befragungen an Sie. Lasst mich in Ruhe. Ihr habt mich immer geärgert. Nein, nein, nein. Sie müssen unsere Fragen beantworten, sonst wandern Sie direkt ins Gefängnis. Heute möchten wir verkünden, wer das hässlichste Mädchen ist in ganz Brookhaven. Denn, Mara, wir haben mitbekommen, dass du seit einigen Tagen so eine Maske trägst. Das ist nur so. Das ist einfach so. Man sagt ja, die Schönheit kommt von innen. Aber bei Mara übertrifft es wirklich alles. Mara, bitte zeig der Welt dein wahres Gesicht. Ich weiß nicht. Oh, aber okay, ich zeige es euch kurz und dann aber nicht mehr. Das ist mein wahres Gesicht. Oh Gott, wie siehst du denn aus? Du siehst aus wie ein Alien. Also wirklich, Mara, du bist wirklich komplett hässlich. Jo, das müssen wir festhalten. Alter, dieses hässliche Gesicht, das ist ja wirklich unglaublich. Hä? Warte mal, ich dachte, wir wären alle Freunde. Als wenn wir mit so einem Loser mit dir befreundet wären. Aber was? Ihr habt doch gesagt, es ärgert mich nicht mehr. Herr Lehrer, darf ich Ihnen mal eine Frage stellen? Ja, was ist denn Vitamine? Wow, darf ich mal an Ihren Haaren ziehen? Die sehen so cool aus. Ich muss da unbedingt dran ziehen. Wow! Hey, lass meine Haare in Ruhe! Warte mal. Hä? Herr Lehrer, was war das denn dort gerade? Ist hier nicht gerade eine Schülerin vorbeigerannt? Ja, das sah aus wie Mara. Die war übel traurig. Wo ist die hingerannt? Kommen Sie schon mit. Wir müssen vielleicht mal schauen. Vielleicht sind ja noch alle da. Ich weiß es nicht. Hallo? Hier sind doch noch alle. Ja, Mara ist so hässlich. Schüler, was habt ihr mit Mara gemacht? Sie ist doch selber schuld. Sie ist so hässlich. Was traut sie sich überhaupt in die Schule?
Hört auf damit! Mobbing ist überhaupt nicht witzig! Was habt ihr mit der armen Mara getan? Sie wissen doch selber, sie ist total hässlich. Und nun haben wir endlich ein Foto von ihr gemacht. Hey, ihr könnt doch nicht einfach ein Foto von der Mara machen. Oh mein Gott, Mara hatte mal einen schlimmen Unfall. Unfall hin oder her. Hässlich ist hässlich. Schüler, das wird ein Nachspiel für euch haben. Los, Vitamine, wir müssen nach unten schauen gehen. Ja, ich komm schon mit. Und die haben Mara, das arme Mädchen, geärgert. Mara sieht nicht so hübsch aus. Ich kann es euch mal kurz erklären, warum. Denn sie hatte damals mal einen Unfall und ist aufs Gesicht gefallen und hat dadurch mega krasse Narben bekommen, die sie leider in ihr Leben nicht mehr wegbekommen wird. Und deswegen wird sie hier gemobbt von den Schülern. Und sowas sollte man doch überhaupt nicht machen. Und wir sollten jetzt die kleine Mara suchen. Und jetzt alle mit ab euch in den Bus. Dafür werdet ihr alle mitsuchen. Na toll, Mädels. Jetzt müssen wir die langweilige Mara noch mitsuchen. Sofort mitkommen und jeder wird mitsuchen. Okay, alle werden mitsuchen. Ich steig natürlich auch rein, denn ich habe absolut gar nichts gegen Mara. Ich mag sie tatsächlich, muss ich sagen. Überlegt mal, sie hätte sich was angetan. Dann wäre sie halt selber schuld gewesen. Hey, nicht so böse sein. Wirklich. Das ist ganz und gar nicht witzig. Wir müssen Mara suchen. Mara, Mara, wo bist du? Ach Mann, wir müssen ganz Brookhaven suchen, denn sie hat sich irgendwo versteckt. Mann, ich will lieber nach Hause. Nichts da. Niemand kommt nach Hause, bevor wir Mara nicht gefunden haben. Wir müssen weitersuchen, Herr Lehrer. Wir müssen ganz Brookhaven durchsuchen. Oh, das sehe ich auch so. Mara, wo bist du? Wir haben sie bis jetzt noch nicht gefunden. Wir werden morgen eine weitere Suchaktion machen. Kinder, nun geht ihr alle nach Hause. Wird ja auch mal Zeit. Es ist schon mega spät. Wir haben jetzt Mara bis in die Nacht gesucht, aber niemanden gefunden. Und jetzt können alle nach Hause gehen, denn es ist schon mega spät. Ja, der Herr Lehrer hat auch keine Chance mehr. Aber, Freunde, was sollen wir machen? Lasst mal alle einen Daumen nach oben da, wenn ihr meint, wir sollen sie noch weitersuchen. Weil ich meine, wir können doch nicht das arme Mädchen alleine dort lassen. Ich gehe noch ein bisschen weiter schauen. Vielleicht hat sie sich hier auch in der Post versteckt. Mara? Mara, wo bist du? Obwohl, es gibt hier sogar noch dieses Secret. Vielleicht hat sie sich hier drinnen versteckt. Mara, komm schon, du musst rauskommen. Ach Mann, das war doch bloß ein Scherz von denen, der total in die Hose gegangen ist. Denn solche Scherze macht man nicht. Man kann damit Leute echt dolle verletzen. Och Mann, wo ist denn jetzt das kleine arme Mädchen? Mara! Hallo! Vielleicht ist sie auch in der Schule. Und hier ist schon alles dunkel, weil die Schule natürlich aus ist. Hier auf den Toiletten? Nee. Ey, absolut ist keiner hier. Mara! Hallo! Oh Mann, ey. Das kann doch nicht sein. Das arme kleine Mädchen. Vielleicht hier in der Aula? Aber auch nicht. Och Mann, ey. Wir müssen ihr doch helfen. Ich meine, wir können sie doch nicht alleine lassen. Mara? Hier vielleicht auf dem Dach? Hallo? Oh Mann, oder hier beim Skaterpark. Ich weiß nicht, wo Mara sein könnte. Och, das arme Mädchen. Mann, keine Spur von Mara. Warte mal. Hä? Hier hat doch jemand geweint. Hallo? Hier ist doch jemand irgendwo. Hallo? Warte mal. Hey, dort hinten. Mara, Mara. Hey, Stinkblim, ich bin es doch bloß. Vitamine, warte. Was? Vitamine? Schau mich nicht an. Ich bin hässlich. Nein, stopp. Du bist nicht hässlich. Mara, was ist denn los? Ich bin das ganz hässlichste Mädchen der Welt und jeder hat mich dafür gemobbt. Hey, die meinen das nicht so. Die sind nur neidisch, weißt du? Und die kennen ja auch alle deine Vergangenheit nicht. Komm schon, Mara. Du musst wirklich einfach auf die anderen ignorieren und nicht drauf antworten. Wenn das mal so einfach wäre. Ja, das verstehe ich. Aber Mara, hey, ich stehe immer hinter dir. Ich werde dich niemals ärgern, wirklich. Wirklich? Wirklich? Aber ich bin doch total hässlich. Ey, nein, niemand ist hässlich. Jeder Mensch ist so schön, wie er geboren wurde. Mach dir keine Gedanken. Und das sind alles nur Versager und Loser. Die wollen nämlich nur cool wirken vor den anderen. Meinst du? Klar doch, Mara. Komm schon. Wir brauchen doch nicht mehr jetzt hier sein. Komm mit zu mir nach Hause und dann spielen wir heute noch irgendwas. Wirklich. Deine Eltern werden sich bestimmt auch schon mega Sorgen machen. Ja, vielleicht hast du recht. Und vielleicht können wir die anderen Leute da auch mal ärgern, indem wir die einfach ignorieren oder andere coole Dinge machen. Ja, du hast irgendwie recht eigentlich. Mann, natürlich habe ich recht. Komm, Mara, sei nicht so traurig und dann werden wir einfach woanders. Wir werden einfach immer zusammen spielen. Du bist mega nett. Danke.
Danke. Und dann, deine Freunde sind auch ganz nett. Ganz genau. Denn ihr könnt jetzt noch nette Kommentare schreiben für Mara, dass sie nicht so, ja, traurig mehr ist. Das würde uns mega, mega Spaß machen. Lasst alle einen Daumen nach oben da, um den anderen Leuten dann zu zeigen, dass Mobbing auf jeden Fall nicht cool ist. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr gerne mehr solch coolen Videos sehen wollt, mit mir und Broke Heaven, dann wisst ihr, was zu tun ist. Ein Däumchen nach oben, wenn echtes Träumchen. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren, um keine neuen coolen Videos mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns morgen beim neuen coolen Video. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.